ist Stefanie Kamal. Ich bin die Inhaberin der Firma Unguis Arts International. Und wir stellen Fingernagelkosmetik her, und zwar hauptsächlich UV-Gele. Wir beliefern Nagelstudios, die ein Geschäft betreiben. In Cannes, das ist eine super Gelegenheit, Stars von den Gelen von uns zu überzeugen, weil man kann die auf die Naturnägel anbringen und die Nägel sehen danach aus wie echt. Schaut mal hier, hier seht ihr die ganzen Geschenke, die ich an die Stars verteilen werde. Und da seht ihr, wie viele Geschenke ich habe. Das sind 20 Stück und so viele Nägel mache ich dann natürlich auch, ja, in den nächsten 2 Tagen. Da ja diese absolute Natürlichkeit gefragt ist, haben wir ja die Make-up-Gele in verschiedenen Nuancen und können die noch untereinander mischen, dass wir also wirklich das absolut Passende für das jeweilige Nagelbett finden und mixen können, wie eine Haarfarbe im Grunde genommen. Manche Stars konnten wir auch überzeugen, wirklich sich ein Farbgel drauf machen zu lassen als Vollcover. Und da haben wir die Farben von Klöckler bei Unguis Arts verwendet. Den Herrn Klöckler kannten auch die Stars in Cannes. Man soll es nicht glauben, aber den kennt man wirklich auf der ganzen Welt. Jetzt hat sich doch tatsächlich jemand eine Farbe von dem Herrn Klöckler ausgesucht, ja, und möchte die heute Abend tragen, auf dem roten Teppich. Und zwar hier, das ist die Bordeaux Pink Passion, auch eine der Lieblingsfarben von dem Herrn Klöckler. Und die Dame trägt ein goldenes Kleid, passt doch super dazu. Ich werde hier in Cannes öfters auch angesprochen auf den Aufsteller von dem Herrn Klöckler. Wir sind Lizenznehmer von dem Herrn Klöckler und wir haben jetzt 80 Farbgele gemeinsam herausgebracht. Und die sind ganz besonders schön, weil sie halt gleich stecken, wenn man sie aufträgt und echt was Besonderes sind. Es sind auch klassische Farben dabei, viel Glitzer, aber auch matte Farben. Im Grunde genommen für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und die Nageldesigner, die mit diesen Gelen schon arbeiten, die sind natürlich begeistert, weil auch jeder das tragen möchte. Weil wer im Studio eine Klöckler-Farbe drauf bekommen hat, geht dann auch raus und sagt, guck mal, ich trage eine Farbe von dem Herrn Klöckler. Und es ist wirklich erstaunlich, die Stars in aller Welt kennen natürlich auch den Herrn Klöckler. Ja, er ist echt ein Kultstar. So, ich werde immer ganz viel angesprochen von den Nageldesignern. Wie bringe ich mein Nagelstudio ins Laufen? Wie schaffe ich es, dass Stars kommen? Man muss wirklich sehr, sehr gute Nägel machen können und die auch ganz natürlich arbeiten können, damit man im Grunde genommen sein Nagelstudio zum Laufen bringt. Da gehören na klar hochwertige Produkte, aber die muss man dann auch so hochwertig verarbeiten können, dass die Frauen das tragen möchten. Und dazu gehört eine umfassende Ausbildung. Und sehr viele kommen bis aus Österreich, bis aus Italien zu mir nach Heusenstamm, bis aus Sylt kommen sie und machen die Ausbildung bei uns. Und die kommen nicht nur einmal, weil man kann Nageldesigner nicht an einem Tag oder auch an 2 Tagen werden. Das ist ein richtiger Beruf. Viele lassen sich ausbilden bis zur Handwerkskammerprüfung und wir sind stolz darauf. Und ich sage immer, was möchtest du sein? Möchtest du professionell sein? Dann musst du diese Prüfung machen und vor allen Dingen wirklich richtig gute Nägel, die natürlich aussehen und halten. Hier in diesem wunderschönen Hotel möchte ich auch mal sein, nicht nur um hier zu arbeiten. Und jetzt hole ich hier gleich jemanden am Aufzug ab. Aber wen ich abhole, das darf ich euch leider nicht verraten und ich würde es euch echt so gerne sagen. Die Stars sind richtig happy mit ihren Nägeln. Heute Abend kann die Party steigen. Zeigt euren ganzen Kunden mal diesen Lifestyle hier in dem Video, den ich euch hier gedreht habe. Nägel gehören dazu und das Schönste ist, jede Kundin von euch kann sich diese Nägel leisten, kann diesen Style auf den Nägeln tragen und das sollten sie jetzt auch tun, ja, mit Unguis Arts Gelen.